Hallo meine Lieben, willkommen zu Mutant Year Zero. Eine weitere schicke Folge mit mir, eurem lieben Zigro. Dankeschön fürs Einschalten. Wir sind auf der Suche zum Eingang zu den Meerestitanen, sprich Schiffen. Fähre vielleicht. Ich denke eher Fähre. Und wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, dass wir noch ein paar Folgen aufnehmen. Dann würde ich euch überlassen, das Spiel selbst zu kaufen. There are no mutants in the zone. I've been checking bodies ever since you mentioned it. It's Judgment Day, sirs. Obey me, and your soul will be saved. Ah! Making my head spin. Did you hear that? I heard the same voices when me and Hammond got ambushed. Ghouls popping up everywhere. Check that guy out. You see him? Head like an infected mushroom. Think he's leading the ghouls? Gather around the ship, my children. Your destiny awaits. We believe, we believe. Yeah! Hear my voice within your heads. The Ark calls you ghouls, but you are beautiful. You are children of the ancients. Fight the unbelievers! Destroy the Ark! Yeah! Yeah! Ich werde jetzt mal was ausprobieren. Und zwar möchte ich diesen Kampf anders angehen. Ich werde sie mit dem Scharfschützengewehr hier oben positionieren. Obwohl, ich glaube da... Nee, Moment. Dafür wäre, glaube ich, unsere Ente besser. Haben sie alle drei was Lautloses auch. Das ist auch gut. Das heißt, sie kommt hier jetzt mal wieder runter. Unsere Ente nehmen wir hier hoch, als besserer Scharfschütze natürlich. Und dann haben wir noch ein paar Nahkämpfer, die lautlos auch versuchen werden, eins, zwei Kärchen auszuschalten. Hier ist zum Beispiel ein Marodeur. Da versuchen wir das jetzt mal. Er ist ein bisschen weit weg. Ich glaube, den können wir jetzt hier... Sie hat die Lautlose, ne? Ja, hat sie. Den haben wir ausgeschaltet. Das dürfte kein anderer gehört haben. Ah, sehr gut. Wunderbar. Da hinten ist ein Sektenpyromane. Ich gehe jetzt erstmal nach hier rechts, mal gucken. Your thoughts are sinful. Give me your brain, so I may lead you into salvation. Guess people were packing for a trip. Guess they didn't make it. Pyromanen sind natürlich schwerer zu knacken. Der hat 16 Punkte. Wir haben Crit 5, dann hätte er noch 6. Das heißt, wir da hinten sind ja auch noch mehr. Das heißt, wir müssten, wenn, dann sie auch festhalten und dann direkt bekämpfen mit schweren Waffen. Gar nicht so einfach.
Aber wir sind ja hier links auf dem Turm. Gucken, wie weit wir ran könnten. Wir könnten tatsächlich... Oh, die haben alle 3,16. Sind nur Stufe 10, aber trotzdem werden sie ordentlich Schaden verursachen. Haben wir hier eine Granate dabei? Ja, jetzt gleich. Sehr gut. Was ist das hier eigentlich? Rauch, Molotow, Handgranate. Kritische Trefferchance, wenn versteckt. Das nehmen wir jetzt einmal. Ja, wir gehen hier hinten hin und werfen von hier die Granate. Er ist noch gut versteckt, greift später ein. Er greift den Sektenpyro an. Vorschlagen, er... Ne, die Granate kommt von ihr. So, mal schauen, ob wir das hinkriegen. Aktivieren, Granate. Könnten wir 2 Schaden und hier auch. Hier nehmen wir dann aber den Sektenpyroman weg. Ja. Ist überhaupt gesehen, von woher das kam? Ich glaube kaum. Oh, alle außer Reichweite. Alles klar. Okay, so weit kommt er nicht. Dann gehen wir hier auf Overwatch. Overwatch. Jetzt mal gucken, wie sie reagieren. Ja, alles klar. Ist klar, ist ein Pyromane. Na, schade. As good as dead. I got it. That fucking stinks. Does that hurt? Oh ja, sehr gut. So, den Pyroman haben wir schon mal ausgeschaltet. Sehr gut. Perfekt. Mal gucken, was passiert. Dieser Bruder muss natürlich weg, denn der hat diese Elektrizitäts... was auch immer er jetzt gerade da macht. So weit kommen wir gerade gar nicht. Aber wir könnten mit ihr dafür sorgen... Wir könnten dem Entdeckung wegnehmen. Sehr schön.
Beide Waffen außer Reichweite. Nee, das geht nicht. Dann kriegt der jetzt Overwatch. Einmal nachladen. Den kann er nicht. Da könnte er, 100%. Die beiden könnte er fast killen. Aber wir müssen diesen Bruder platt machen. Den müssen wir am meisten jetzt abziehen. Sehr gut. Ja, ist zweimal gelaufen. Keine Feuerlinie. Yeah, I did that. What do you think about that, huh? Wir könnten. Ich würde sie schon gerne in Deckung bringen. Aber das Problem ist, dass sie dann halt nicht agieren kann. Außer, wenn wir hier mit ihr hinlaufen, dass sie dann. Ich möchte nicht, dass dieser Typ sie stromatisiert, ne? Das will ich natürlich nicht. Dann muss sie mal hier hinterlaufen. Geht gerade nicht anders. Er soll mal jetzt hierher kommen. Echt, der trifft den jetzt hier so könnten wir ihn anstecken. Glaube ich gar nicht so schlecht. Can you feel the darkness? Oh, die sind zu nah. Ja, dann lass uns den jetzt hier mal wegnehmen. Das Problem ist, jetzt würde er zum Beispiel beide Punkte verwenden. Wir könnten ihn auch kurz bewegen. Diese Welt ist schon, die Gegend ist schon ein bisschen übel, finde ich. Sehr gut, das haben wir sie
festgesetzt eigentlich. Nee, bei ihm wirkt es nicht, okay, aber er brennt jetzt. Und er ist schon zweimal gelaufen. Klasse, jetzt können wir den unter Feuer nehmen. Den müssen wir unter Feuer nehmen. Es geht nicht anders. Wie mache ich das denn am besten? Der ist jetzt außer Reichweite. Was hier alles außer Reichweite ist, ne? Wie viele Treffer hat denn der noch? Oh, der hat ja noch 12, ne? Dann machen wir erstmal was. Hoffentlich gibt's Crit. Nein, gibt's nicht. Obwohl wir ihn umgeworfen haben. Jetzt hat er noch... ja, nicht mehr so viel. Wir laden mal, dass er auf Entfernung gehen kann. Oh, wir müssen jetzt hier aber den platt kriegen. Anders geht's nicht. Wie kriegen wir das am besten hin? Von hier könnten wir... Sie kann. Anscheinend. Ja. Oh, der hat noch eins. Aber das Feuer hat ihn. Genau, jawohl. Feuer hat ihn... ja, ein bisschen Nahkampf kannst du machen, das machen wir. Das ist diese blöde Leertaste manchmal. Eieiei. Das passiert aber selten. Anscheinend ist er gestorben. Bin aber der Meinung, das waren nicht alle. Waren das echt alle? Der hatte sich mit dem vernetzt. Haben wir den hier? Ich hab's gerade vergessen. Habe ich den abgeknallt hier links? Oder ist der gestorben, weil wir diesen Meister gekillt haben? Oh, hier oben schwebt was. Okay, also es hat auf jeden Fall... wir haben es gepackt. Ne? Bin sehr stolz auf uns. Okay, auf jeden Fall haben wir das jetzt... gewonnen. Gucken, ob hier noch mehr auf uns wartet. An Gegnern. Ja, hier sind wir richtig. Da rechts ist die Fähre. Können wir von hier dahin? Nee, aber wir haben hier auf jeden Fall viel Schrott, was ich einsammeln kann. Ja, das lief doch aber, oder? Meint ihr nicht? Der Kampf, der hat gut funktioniert. Kein Schrott auf beiden Seiten, keine Objekte zum Einsammeln. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt trotzdem noch Ärger, weil hier sind mehrere Ebenen. Evakuierungszentrale Schlüssel. Okay.
Boah, da hinten. Eieiei. Ich werde mal kurz was machen. Wir haben ja gerade Granaten aufgenommen, ne? EMP. Deaktiviert robotische Gegner. Sehr gut. Und das zu markieren. Er hat noch. Und er hier braucht noch den Rauch und eine zum Gegner markieren. Gewöhnlicher Schrott. Okay, dann gehen wir hier mal hin. Reisen? Echt? Ich kann jetzt die Fähre benutzen? Wie krass. Und jetzt sind wir in der nächsten Welt und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haus der Knochen. Und um es zu erklären, ich beginne bald einen Genrewechsel des Kanals auf Aufbaustrategie. Das heißt, wir werden hiernach noch eine Folge sehen können von Mutant Year Zero und hätten dann diese Season abgeschlossen. Das heißt, freut euch auf die letzte Folge und bis dahin, macht's gut. Das war euer Zigro. Tschüss.